Also heute probieren wir diese Dinger. Ihr habt auf ihrem Kanal bei Kommentaren geschrieben, wir sollen die probieren, die kommen aus China. Ja, also wir haben die von meinem Laden hier gekauft, dass Dinger von China sind und die alle schießen doll. Das heißt Halley. Halley. Ich kann das nicht. Ich denke, Halley, aber ansonsten würde man das jetzt auf Deutsch sagen würde, würde da Halley stehen. Ja, also ich nehme mal zwei hier und wir probieren sie jetzt auf drei. Wir haben die schon. Ich kann meine nicht aufmachen. Okay, danke. Okay, eins, zwei, drei. Also. Ja, die schmecken sowieso, aber die sind lecker. Ja. Und ja, wenn ihr uns was in die Kommentaren, wenn ihr uns in die Kommentaren was schreiben wollt, macht das ruhig. Und wenn ihr unseren E-Mail wissen wollt, das ist Maya Lasse 8. Ich habe voll viele E-Mails, Lasse, nicht nur die. Aber wenn es um diesen Kanal geht, dann ist es Maya Lasse 8. Denn ich habe über 6 Kanals. Und dafür brauchte ich ja 6 E-Mails. Also über 6 E-Mails. Mhm. Und heute machen wir natürlich noch ein Video. Sie wieder mir mit 10 Euro Dinger kaufen von Kick oder ein Euro Laden und ich so gleich. Da das Weiße ist so voll, das fühlt sich so eklig an, dieses Weiße. Das ist so also, weich. Ach, schau, du meinst voll. Ja, ja, das fühlt sich so eklig, so wie, ja, so wie Schleim ein bisschen. Ich würde euch sagen, ich hasse Dinge von China. Ich mochte die nie. Und ansonsten, wenn meine Mutter, sie liebt Dinger von China-Restaurant, sie liebt das. Und dann sage ich, Mama, du bestellst mir nie etwas. Und sie sagt, du magst keine Dinger aus China. Und ich, ja, und wenn ihr das nicht wisst, wir beide sind Cousinen. Oh Gott. Und es ist 10 Uhr und wir sind voll müde. Ich am nervsten. Ja, aber ich habe so 2 oder 3 Stunden aufgewacht. Aber ich bin eh noch voll müde. Also, ich mag auch keine Dinger von China und meine Mutter auch nicht. Ich mag besser Dinger von Italien. Ich liebe Pizza von Italien und so. Ja, und Croissants. Und ich liebe noch von Paris Macarons. Hast du die schon mal gegessen? Mhm. Ja, das ist so lecker. Polen. War das zu Sommerferien bei diesem Junge, dem ich dir bei den Trampolinen gezeigt habe. Willst du? Ich muss sagen, die schmecken mir voll. Und ich weiß nicht warum, ich hasse die. Mir nicht so viel, aber geht noch. Also so oder so. Nein. Ja, meine ist so. Meine ist genau so, denn es schmeckt richtig gut und die weiße, die schmeckt nicht so ganz lecker. Und wir können diesen Buch gewinnen. Spaß. Auf keinen Fall. Also, dieses Buch ist von Victoria und Selina. Oh mein Gott. Man kann, ich denke, das würde voll gut, wenn ihr das kauft. Da gibt es voll viele Dinge, was man machen kann, wenn man wenn euch langweilig ist. Also ja. Das kostet in Dog Center 15 Euro und ja. Welche ist jetzt Serena und Victoria?
Das ist Victoria und das ist Nina. Und dachte ich auch. Also das ist ein kleines Foto von mir, die, wenn du die nicht kennst. Hier. Ich hab dich, ich wollte den, aber ich gehe noch in dieses Ferien noch irgendwo zu die, dass die meine Buchsen nähen. Und ihr könnt mal hier sehen, von wo ich das gekauft habe. Hier steht Doc. Das heißt Doc Center. Ich verwechsel das immer. Doc Center, das ist so, weil Doc, das ist ja auf Englisch Hund. Und das ist wie Doc Center. Also ja. Hund Center. Also Hundestaat. Oh Gott, das ist so doof. Das klingt echt doof an, ne? Ja, aber das ist der beste Laden der Welt. Also nicht Laden, die beste Laden der Welt. Mhm. Weil da sind in Doc Center. Das sind voll viele Länder. Ja. Laden. Und es gibt Multi. Kick, DM, H&M. Es gibt voll viele, also. Ja. Ja. Und auch ein Buchladen. Und das ist so. Und kauft 15 Euro. Piep. Also, gib uns gerne einen Daumen nach oben und abonniere unser Kanal. Also, lass auch einen Klingel und schreibt uns in die Kommentare, ob euch das Video gefallen hat. Und ob ihr mehr solchen Videos möchtet, wo wir Dinge essen, die man eigentlich so andere Dinge isst, die man eigentlich nicht isst, wie zum Beispiel Radiergummi, Bleistift oder irgendwie so etwas. Ob ich immer nach meinem Make-up denke. Ja, und wir haben kein Make-up alle eigentlich. Und wir mussten. Ich noch von gestern. Ja, bei mir auch. Also, ich wünsche euch noch ein richtig schönes Ja, und jetzt gehen wir Sport machen, weil... Tschüss.